Hallo und herzlich willkommen zurück. Für dieses Video brauchst du zwei Sachen. Du solltest einerseits wissen, was eine Urliste ist. Gemeint ist eine Liste mit Werten. Diese Werte können Zahlen sein, müssen es aber nicht. Und andererseits solltest du wissen, wie man zählt. Das klingt jetzt zugegeben sehr einfach und keine Sorge, das ist es auch. Was ich damit meine, ist sorgfältig abzuzählen, wie oft Werte in einer Liste vorkommen. Machen wir mit den Zielen weiter. Deine Ziele für dieses Video sind, dass du einerseits weißt, was eine Liste mit n Zahlen, von denen k verschieden sind, ist, und andererseits wirst du danach dann die Definition der absoluten Häufigkeit kennen. Fangen wir an. Dazu schauen wir uns das oberste Kästchen auf Seite 1 des Arbeitsblattes an. Wir gehen jetzt Zeile für Zeile durch, was hier steht. In einer Liste mit n Zahlen. Das ist das Erste, was wir uns jetzt anschauen. Wir nehmen dazu ein konkretes Beispiel und sagen jetzt n ist gleich 10, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. Das könnte dann so ausschauen. Wir haben zum Beispiel eine Liste mit den Zahlen von 0 bis 9, also 10 Zahlen. Es könnte genauso gut sein, dass wir einfach 10 mal dieselbe Zahl dastehen haben. Zum Beispiel 10 Zweier. Oder es könnte auch sein, dass wir so einen Mischmasch haben. Also wir haben hier auch wieder Zweier drin, zum Beispiel 3. Und noch andere Zahlen. Manche davon kommen öfter vor, manche kommen nur einmal vor, so wie der 7er. Es ist einfach so eine Mischform. Das ist jetzt nämlich das, was weiters hier steht. Treten insgesamt k verschiedene Zahlen auf. Das k verschiedene Zahlen ist einfach nur eine Formulierung, wo drin steckt, dass alle diese Möglichkeiten hier in Frage kommen. Das heißt, wir können einerseits diesen Extremfall haben, dass alle Zahlen verschieden sind, so wie hier. Wir können auch den Fall haben, dass alle 10 Zahlen gleich sind. Und es kann halt sein, dass so eine Mischform herauskommt, sowas wie hier. Falls du besonders spitzfindig bist, fällt dir vielleicht auch auf, was diese Zahlenfolge in der Liste hier darstellen soll. Deine Aufgabe ist es jetzt auf jeden Fall, überlege dir, wie groß der Wert für k für diese drei Listen ist. Also wie viele verschiedene Zahlen in jeder von diesen drei Listen vorkommen. Pausiere dafür kurz das Video. Die Auflösung machen wir wieder gleich gemeinsam. Ich hoffe, du hast dir deine Lösungen notiert. Hier haben wir nochmal die Frage, wie groß ist der Wert für k in diesen drei Listen? Wir fangen mit der ersten Liste an. Hier haben wir, wie schon erwähnt, die Zahlen von 0 bis 9, also 10 verschiedene. Das heißt, unser k ist gleich 10. Bei der zweiten Liste, da haben wir quasi das Gegenteil. Wir haben 10 Zweier, das heißt, es gibt nur eine Zahl, der Zweier, und daher ist unser k gleich 1. Bei der dritten Liste gehen wir das jetzt einfach schnell Zahl für Zahl durch. Wir haben einerseits hier mal Zweier, dann haben wir hier den 7er, wir haben noch einen 1er, der zweimal vorkommt, und wir haben einen 8er. Das heißt, wir haben 4 verschiedene Zahlen und daher ist unser k gleich 4. Wir machen mit der nächsten Zeile weiter. Hier steht jetzt die Definition für die absolute Häufigkeit. Und zwar lautet die: Die absolute Häufigkeit h von i gibt an, wie oft der Wert xi in der Liste vorkommt. Dieses i, was hier steht, ist ein sogenannter Index. Statt dem i steht dann jeweils dabei, welcher Wert gemeint ist. Also wir könnten hier zum Beispiel hinschreiben, welche Zahl wir meinen. Hier steht auch dabei, wie oft der Wert in der Liste vorkommt. Das heißt, wenn wir für einen bestimmten Wert die absolute Häufigkeit bestimmen möchten, müssen wir einfach nur abzählen, wie oft dieser Wert in der Liste steht. Jetzt gibt es wieder eine kleine Aufgabe für dich. Ich habe hier nochmal die drei Listen eingeblendet, die wir gerade angeschaut haben. Und zwar sollst du bestimmen, wie groß die absoluten Häufigkeiten für die beiden Werte 1 und 2 in diesen drei Listen sind. Pausiere dazu wieder kurz das Video. Die Auflösung machen wir gleich gemeinsam. Ich habe auch hier wieder die Frage noch einmal eingeblendet. Wie groß sind h von 1 und h von 2 bei diesen drei Listen? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich hier gleich die Schreibweise wie aus der Definition verwendet habe. Wir schauen uns wieder die erste Liste an. Und diesmal hebe ich die 1er mit blau hervor und die 2er mit orange. In diesem Fall haben wir einen 1er und einen 2er. Das bedeutet,
Sowohl unser h von 1 als auch unser h von 2 sind in diesem Fall gleich 1. Bei der zweiten Liste stellen wir fest, dass es keine 1er gibt, aber dafür 10 Zweier. Hier wieder in Orange. Das bedeutet jetzt, h von 1 ist in diesem Fall gleich 0, weil in der Liste keine 1er vorkommen, und h von 2 ist gleich 10. Und im dritten Beispiel haben wir hier 3 Zweier und 2 Einser. Das heißt, unser h von 1 ist gleich 2 und unser h von 2 ist gleich 3. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.